Wir sind heute hier, um Geschichte zu schreiben, um Comedy-Geschichte zu schreiben. So etwas wie die Jimmy Breuer Stadion-Tour 2010 gab es noch nie und wird es hoffentlich auch nie wieder geben. Was er macht, das hat noch keiner geschafft. Neulich saß ich bei der Therapie und meine Therapeutin fragte, sagen Sie mal, Herr Bender, was ist an diesem Jimmy Breuer eigentlich so lustig? Und ich habe gesagt, bevor wir weiter über Penisneid reden, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wenn ich es wüsste, würde ich rausgehen und die Massen so begeistern, die Emotionen so aufwühlen wie er. Neben ihm sieht Mike Krüger alt aus. Neben ihm wirkt Phipps Asmussen wie ein schlechter Witzeerzähler. Neben ihm wirkt Oliver Pocher wie ein untalentierter Late-Night-Show-Moderator. Ja, wirklich, so gut ist er. Und neben ihm wirke ich klein, das ist so. Ja, und es sind schwierige Zeiten, wir wissen das alle, wir sind im Ruhrgebiet. Wir haben schwierige Zeiten, wir müssen zusammenhalten. Ja, und warum nicht einfach mal, das ist ein persönliches Anliegen, warum nicht einfach mal die Leute unterstützen, denen es schlecht geht. Einfach mal nächste Woche, einfach mal bei BP tanken zum Beispiel. Oder FDP wählen oder vielleicht ein 2-Jahres-Abo bei McFit. Warum nicht? Ich meine, das sind alles Sachen, die einfach... Jimmy, Sie sind schon richtig heiß, merkst du das? Ich denke natürlich auch an Jimmy und an seinen Erfolg. Und ich bin überhaupt nicht neidisch, aber ich denke natürlich auch, was kommt danach, nach diesem Weltrekord? Wahrscheinlich ein Film, ein Werbevertrag mit einem großen Elektronikmarkt. Das Amt des Bundespräsidenten, die Weltherrschaft. Das allein weiß nur der Gott der Comedy. Ich bin nicht neidisch, ich freue mich über seinen Erfolg und ich freue mich, dass ich gleich nach Hause fahren kann. Ihr nicht? Es gibt noch ein paar Verhaltensregeln heute hier. Ihr könnt natürlich das tun, was ihr wollt. Ihr könnt Jimmy feiern, ihr könnt ausrasten, ihr könnt rufen, was immer ihr eingeübt habt zu Hause. Und es ist wirklich, wirklich so, dass ich mich wirklich freue, hier sein zu müssen. Es ist mir ein inneres Schützenfest, ihn anzusagen. Er gibt alles und das ist nicht viel. Begrüßt bitte mit gebührendem Applaus die Vuvuzela der deutschen Comedy. Hier ist Jimmy Breuer. Nee, Moment, ich kann doch nicht raus. Moment, ich muss noch einen Anruf machen. Das ist super wichtig. Moment. Mensch, mit Mario Barth, hallo. Ja, hallo, ich bin ein guter Kumpel von Mario. Kann ich dir mal ganz kurz sprechen? Herr Breuer? Ja, nee. Ich habe Ihnen doch schon mehrfach gesagt, dass Herr Barth nicht mit Ihnen sprechen möchte. Sie sind ein Stalker. Hören Sie endlich auf, hier jeden Tag anzurufen und meinen Künstler... Nee, aber das ist super wichtig heute. Ich habe nämlich gleich einen riesen Auftritt und ich weiß nicht, ob ich das packe. Und der Mario, der kann mir bestimmt Mut machen. Das ist doch mein Vorbild, der Comedy-Gott, der Mario. Und der muss jetzt ans Telefon oder vorbeikommen. Hallo? Das hätten wir doch schon alles. Wir haben eine gerichtliche Verfügung gegen Sie erwirkt. Ja. Sie dürfen sich Herrn Barth nicht mehr als 200 Meter nähern. Sonst verständige ich unverzüglich... Nee, Moment. Wenn der Mario schon nicht mit mir sprechen will, kann ich dann mal wenigstens seine Freundin sprechen? Die Freundin? Welche Freundin? Egal, ich muss jetzt raus. Ja, Grüße an den Mario und bis morgen dann. Ciao mit V. Okay, Leute. Ich versuch's jetzt. Ich geh jetzt raus, ja? Okay, Freunde, Musik ab. Was geht ab, ba? Ich geh ab, ba. 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 Was
Was geht ab, Bar? Ich geh ab, Bar. Was geht ab, Bar? Ich geh ab, Bar. Was geht ab? Was geht ab, Bar? Ihr geht ab, Bar. 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 Was geht ab? Was geht ab, Bar? Wir gehen ab, Bar. 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 Was geht ab? Yes, Freunde! Ihr seid das geilste Publikum der Welt! Freunde! JB im ausverkauften Stadion, ist das der Hammer? Yes. Ja, Freunde, ich habe eben noch mal mit meinem Kumpel Mario telefoniert und der hat mir noch mal viel Glück gewünscht für heute. Yes, ehrlich wahr, keine Verarsche. Ja, Freunde, JB im Stadion. Ich hoffe, dass meine Karriere nicht im Endstadion. Yes, yes, der geht nach vorne. Yes. Ja, Freunde. Ja, aber erstmal Spaß beiseite. Fangen wir mal an. Freunde, yes. Ja, Freunde, immer wieder werde ich von den Girls gefragt. Hey, Jimmy, sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, der größte Comedian Deutschlands zu werden? Wieso lacht ihr da jetzt? Ja, und dann sage ich immer, ja, sage ich dir gleich, aber hör doch erstmal auf, so doof die Stimme zu verstellen. Yes, Freunde. Ja, und genau das, Freunde, will ich euch heute erzählen. Die wichtigsten und die witzigsten Stationen aus meinem Leben. Ich war nämlich immer schon witzig, ehrlich wahr? Das fing schon bei der Einschulung an, Leute. Da hieß es, hey, Jimmy, wo ist denn deine Schultüte? Da habe ich gesagt, ja, sage ich Ihnen gleich, aber hören Sie doch erstmal auf, so doof die Stimme zu verstellen. Herr Lehrer! Ist das geil! Yes! Ja, Freunde, angeschnallt und abgelacht, das ist das Motto heute. Einsteigen, einsteigen, Freunde, nächste Runde rückwärts. Yes! Ja, Freunde, na jedenfalls habe ich dann zum Lehrer gesagt, ja, Herr Lehrer, ich sag Ihnen, wo die Schultüte ist, die habe ich eben im Jugendklo geraucht. Ja, Freunde, da war die Kacke am Dampfen, da musste ich erstmal zum Direktor, kennt ihr das, zum Direktor gehen, das ist echt das Schlimmste, oder? Und dann sitze ich da, sagt der Direktor. Ja, ja. Im Prinzip ja. Aber er hat es anders formuliert. Er meinte, Jimmy, wenn du so weitermachst, dann fliegst du. Wisst ihr, was ich da für einen Spruch gebracht habe? Wieso fliege ich dann erst? Ich fliege doch jetzt schon, nachdem ich die Tüte geraucht habe. Freunde! Yes! Ich geh kaputt, wer geht mit?